Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tech Skyblog. Jo. Kann es sein, dass es immer am Anfang ein bisschen failt mit dem Laden der Map? Und da ist immer deine Spinne. Immer. Verpiss dich! So. Und wir wollten ja den MFSU machen. Den hätten wir eigentlich jetzt schon, aber wir brauchen noch zwei Crystal. Wir haben jetzt zwei Stück von denen. Brauchen wir nur noch. Ah, das gibt erst einer. Egal. So. Jetzt fehlt uns nur noch einer, dann haben wir es geschafft. Dann können wir endlich mit Mining Laser arbeiten. Und wir brauchen jetzt als erstes frisch Lapis Lazuli. Machen wir gleich mal ein bisschen was. So, und hol mal hier Refined Iron raus. Und was wir noch brauchen, ist Sticky Racing. Davon haben wir nämlich auch nicht mehr viel. So, da sind noch 800 drin. Bam. Fülle ich den gerade nochmal auf. 32. So, speichern raus, rein. Und dann machen wir wieder ein paar Stacks. Und die können wir in den Compressor machen. Oder? Nee. Dann war es der Extractor. Ja, und der Extractor war's. Und ja, hier können wir wieder schauen, wie viele Diamanten fertig sind. 28 Stück. Ey, das geht so dermaßen schnell. Das glaubt man fast gar nicht. Aber nun gut. Wir brauchen jetzt als allererstes Rubber. Das reicht auch schon, glaube ich. Oh, Copper haben wir. So, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann Copper. So. Haben wir wieder ein bisschen was von Copper. Und dann so. Redstone haben wir auch da. Oh. Wir müssen zwei Stück machen. So. Und dann hier noch eins. Und dann zwei Refined Iron. So, dann hätten wir wieder zwei Stück von denen. Und jetzt haben wir es. Ja, wir haben es wirklich gleich geschnappt. Nein, es kommt so hin. Es kommt raus. Und da kommt einer so rein. Ja, wir sind fertig. Wieso haben wir eigentlich so viele von den Energy Crystal gemacht? Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder? Ja, brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir nur alle von denen. Und dann, ja, wir können uns craften. Da oben kommt der hin und in die Mitte kommt. Erstmal hier an die Seite. So, und in die Mitte kommt. Was kommt in die Mitte? Der MFE. Oh, den habe ich nicht mitgenommen. So, jetzt aber hier anordnen. So. Und gleich können wir endlich mit Mining Laser arbeiten. Boah, das wird so gigantisch sein. So, MFE. Den bauen wir, glaube ich, dahin. Nein, ich habe ihn falsch hingebaut. Oh, hoffentlich können wir ihn abbauen. So, jawohl, wir können ihn abbauen. Das ist schon mal sehr gut. Denn er muss so nach hinten zeigen, dass wir ihn auch verbinden können mit dem Kabel hier. So, bekommt er jetzt Energie. Da muss natürlich auch rasch Kohle rein. Kohle, Kohle, Kohle. So, und jetzt Kohle. Holzkohle brauchen wir. Ich hole hier kurz ein bisschen was raus.
Haben wir hier? Oh, da haben wir noch tonweise. Vielleicht erstmal hier wieder mal ein paar bisschen was die Ofen. So, und dann machen wir neue Kohle. Ich meine, wir haben ja genug. So. Dann kommt hier wieder was rein. Nein, es soll nicht braten. Da ist schon ein Steak drin. Und dann füllen wir den Generator hier auch gleich nochmal auf. So, und jetzt bekommt er hier Energie. Und wo ist unser Mining Laser? Da, mal schauen. Was geht hier schief? Wieso ging der jetzt bitte in die Luft? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, warum der Extractor jetzt in die Luft ging. Oh, kann das sein? Ich glaube, ich weiß auch schon wieso. Der hat zu viel Energie bekommen und dann ist er in die Luft gegangen. Aber egal, wir laden jetzt... Ja, es funktioniert! Der Kommentar hat recht gehabt. Jetzt will ich euch gleich mal was zeigen, weil mit dem kann man Folgendes machen. Bam! Jawohl! Wir können... Aber ich glaube, das Dach sieht echt kacke aus. Aha! YOLO! Doch, das Dach sieht wirklich kacke aus. Dann nehmen wir lieber was anderes. Aber den hier müssen wir trotzdem erstmal aufladen. Bevor er funktioniert. Aufladen. Hier. So. Und den Extractor müssen wir jetzt auch neu bauen. Aber das ging einfach mal so in die Luft. Egal, dann heißt das für diese Folge Extractor neu bauen. Ja, komm, friss. Zu Ende. So. Und dann bauen wir unser Lagerhaus auch demnächst. Diese Folge haben wir nämlich wieder was geschafft. Und... Wir wollen ja jetzt hier das Ganze hier verbinden, dass alles hier in die Mitte transportiert wird. Aber ich muss jetzt natürlich zuerst den Extractor bauen, weil ohne den geht das Ganze natürlich nicht. Extractor. Warte mal, wenn wir den da hier bauen, müsste es eigentlich besser sein. Aber wir lassen es bei dem normalen Extractor. G-Pad, Electronic Cycle und dann fertig. Aber erstmal hier aufräumen. Den Star brauche ich nicht. Das da hier. Sticky Racing haben wir tonnenweise. Das da brauchen wir nicht. Filter brauchen wir. Das da brauchen wir nicht. Das auch gerade alles nicht. Copper brauchen wir. So, und dann machen wir das hier gerade mal so. So. Und natürlich Copper in die Mitte. So sieht das Ganze dann aus. So. Alter, Copper haben wir auch bald nichts mehr. So, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen was. Refined Iron haben wir dabei. Das ist gut. Und Redstone auch. So. So. Dann hätten wir wieder 4 Stück. Immerhin. Jetzt brauchen wir nur noch Dreepad. So. Also 4 Stück. Scheiße, es reicht nur für 2. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. So, noch einer sehe ich da gerade. So, am Anfang war es ja auch noch so eine Sache. Hä, wie geht das? Wie machen wir uns ein Dreepad? Ja, aber das zeigt echt wirklich nicht besonders gut an. Und jo, so, und dann einfach noch den Maschinenblock hoch und den da dahin. So, und dann hätten wir einen. Hoffentlich geht er dann nicht in die Luft, wenn ich das jetzt hier wieder verbinde. So, das lassen wir schon mal aufladen.
Das ist, ich glaube, eine verstärkerte Badbox, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dürfte das eigentlich da drin auch aufladen? Nee. Die Badbox ist wohl zu schwach, aber... geht das eigentlich mit dem Kabel auch? Ja, jetzt geht er nicht in die Luft, sehe ich gerade. Das ist gut. Und der bekommt hier trotzdem Energie, dann haben wir den bald voll. Alter, wie lange das dauert, bis der aufgeladen ist. Egal, lassen wir die Box erstmal voll laufen. Und hier, das Geklicke regt mich schon ein bisschen auf. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie man das anders machen kann. Ich weiß nämlich nicht, wie man das machen sollte. So, gehen wir mal zu unserer alten Mobfalle. Hier soll ja das Ganze auch weg transportiert werden. Kobel haben wir ein bisschen was dabei. So, das da kommt natürlich weg. Und wo ist die Crystal Chest? Suchen wir jetzt erstmal die Crystal Chest. Die ist hier nicht. Da ist sie. Dann muss ich hier so bauen, dass es hier so lang geht. Jawohl. Ja, das geht, denke ich, recht chillig. Bin eh gleich da. Da unten rennt auch ein Huhn rum, bis es drauf geht. So. Also, das war zu hoch, aber egal. So, Huhn, das ist gefährlich, was du machst. Marsch weg. So, und jetzt müssen wir einen Filter dahin bauen, der so rumschaut. Wie soll ich denn das machen? Da kommt... Nein, da kommt ein Kobbel hin. Und der kommt dann einfach da oben. Auf. So. Und dann kann man das wieder abbauen hier. So. Und dann soll da natürlich auch nur ein Diamant vorbeigelassen werden. In die Tubes hier. Und das da hier transportiert dann alles nach draußen. So, jetzt haben wir natürlich keine mehr. Nein, wir haben die Tubes nicht mitgenommen. Rohes Hühnchen. Das geht bei der Version noch nicht. Gut. Haben wir wirklich keinen Redstone haben wir dabei, aber die Tubes nicht. Das ist ein Problem. So, hier ist unser Jetpack-Ausgang. Hui! Wo sind die Tubes? Die habe ich irgendwo reingeballert. Da hinten müssen sie sein. Und jawohl, da sind sie. Denn wir brauchen hier erstmal ein paar. Ich mach mal 31 Stück. So. Und dann können wir hier auch direkt weiterbauen. So. Nein. Es fehlt noch ein Kobbel, aber egal. So, das können wir alles hier auskleiden nachher. Aber zuerst muss ich das da hier verbinden zu der Chest. Wie soll ich das am besten machen, dass das sich nicht aufteilt hier? Da geht es bestimmt eins in die Richtung und eins in die Richtung. Egal, ich glaube, wir brauchen dazu auch noch einen Timer. Nein, brauchen wir nicht. Denn wir haben ja hier diese Leitung. Dazu verbinden wir kurz diese Redstone Tubes. Und dann sollte eigentlich alles gepowert werden. Und dann läuft das Ganze schon. Bloß, wo haben wir unser Verkabelungszeug? Hier. Ja, da haben wir es ja. So, und dann können wir es auch direkt verkabeln. So, das da. Nein.
Das ist ja war unnötig. Sonst jetzt einfach so runter. Und hier dann das so machen. Haben wir die Covers dabei? Nein, haben wir nicht. Hier sieht man's. Die Kiste wird voll. Und das finde ich an der Crystal Chest so cool. Da sieht man den Diamant da drin. Das finde ich recht cool da. Und wir sind schon wieder bei 15 Minuten, aber egal. Da haben wir letzte Folge nur so... Wie lange haben wir da eigentlich gemacht? Wie lange haben wir gemacht? Keine Ahnung. Egal. Hier machen wir erstmal wieder... Wo ist unsere Ho? Da ist unsere Ho. So. Unsere Ho machen wir erstmal ein bisschen was an... an den kleinen Teilern hier. Weil hier... darf es nicht, sich natürlich nicht verbinden, weil das muss... So, jetzt werden sie hier gepowert und jetzt sollte auch von beiden Seiten das Ganze kommen, oder? Jawohl. Von der Mobfalle kommen sie jetzt auch. Das ist ganz gut. Jetzt gehen wir wieder hoch. Wo geht's nicht hoch? Ich habe immer Angst, dass mein Jetpack leer geht. Ah ja, und das nächste, was ich mir machen will, ist Red Meta. Diese Rüstung hier, die Vollboots. Auseinander. Red Meta Boots hier. Die hier. Einfach Dark Meta, Dark Meta. Brauchen wir hier erstmal alle Dias. Ah, das regt auf. Ich wollte mir den großen Star machen. Den machen wir dann gerade mal. So. Star, Star. Den brauchen wir viermal. Dann haben wir jetzt zweimal. Dreimal. Und viermal. Dann craften wir den jetzt noch schnell zusammen. Und dann ist die Folge auch zu Ende für heute, wieder mal. So. Nein! Gut, es wurde abgespeichert. Dann gehen wir jetzt noch schnell pennen. Und das allererste, was ich jetzt machen will, ist Brote. Scheiß auf Melonen. Melonen sind kacke. Wir essen jetzt Brote. So. Und dann gehen wir schlafen. Das hier gefällt mir hier ja nicht. Also, ja. Das müssen wir wieder abreißen. Aber schreibt es wie immer in die Kommentare, dass ich es vielleicht noch ändern kann. Aber so sieht es, glaube ich, nicht gut aus. Also, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Geht's geil. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.